Ich bin Sophie. Ich bin Anders. Und das hier ist unser Auto Rudolf. Das ist unsere Küche. Hier haben wir unser Waschbecken. Da ist eigentlich nur Trinkwasser drin. Da füllen wir mal unsere Flasche auf. Hier ist ein Tisch. Da haben wir dieses Bein. Das kommt hier rein. Und hier ist Obst, Gemüse. Ja, was man halt so braucht, Sonnencreme, Spüli, Mundspülung, sowas. Hier ist unser Schrank mit dem ganzen Geschirr, Besteck. Hier unten ist auch noch Essen, ganz viele Vorräte. Und hier ist unser Kühlschrank. Der ist jetzt gerade aus. Den machen wir immer aus, wenn es zu heiß ist. Ja, überdreht dann ganz gerne mal und bevor irgendwas durchknallt. Also bei 80 Grad im Auto hilft er eh nicht mehr viel und dann ja, machen wir ihn aus. Oder jetzt, wenn es ein paar Tage Wolken hat, kommt über die Solaranlage nicht genug an. Und also dann würden wir lieber mal das Handy aufladen, als dass wir kalte Getränke haben. Und hier haben wir noch so einen Tisch. Den klappe ich jetzt auch mal auf. Und dann kann hier einer sitzen und wir können den Stuhl da noch drehen und dann sitzt Anders meistens da. Und da kann hier einer essen und da kann einer essen, wenn das Wetter draußen nicht so gut ist. Das heißt, ihr sitzt an verschiedenen Tischen? Ja, obwohl ja, wir haben jetzt nicht auch... nicht unter das Surfbrett. Stimmt, er kann hier nicht sitzen, ich kann hier aber sitzen. Manchmal sitzen wir auch beide hier. Und irgendwie so zu essen, ist halt nicht so geil. Dann drehe ich den Beifahrersitz um und ja, aber jeder seinen Tisch. Wir haben jetzt auch so einen kleinen Hocker, den kann man hier noch hinstellen. Dann könnten wir beide hier sitzen. Wir leben hier jetzt schon seit dem 20. Mai drin, also 7 Monate. Und der ausschlaggebende Punkt war... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir haben beide unseren Bachelor geschrieben, dann haben wir ein halbes Jahr gearbeitet, gespart. Eigentlich wollten wir nach Neuseeland. Und dann sind wir eines Tages um die Alster spazieren gegangen und haben so einen Bus gesehen, auch einen VW-Bus, und haben uns gedacht, ja, warum machen wir eigentlich keine Reise durch Europa? Europa liegt direkt vor der Tür und dann hatten wir irgendwie immer mehr Lust drauf und... Ja, dann Jobs angefangen, direkt nach der Uni, die... ja, die rechtzeitig gekündigt. Und ja, dann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Karre ist gebaut, Jobs sind scheiße, also fahren wir einfach los. Also hier unten haben wir auf jeden Fall auch nochmal Stauraum, ganz viel. Hier ist unsere Wäsche drin, an das Skateboard. Ja, und weiß alles nicht, eigentlich wie so ein kleiner Keller irgendwie. Und um das Bett auszuziehen, haben wir diesen Hebel. Adventskalender. Ganz wichtig. Und dann kann man das so ziehen. Aber das ist eigentlich auch immer eine Arbeit für zwei. Hin, also. Ja. Okay, jetzt stecke ich fest. Genau, hier schlafen wir. Und hier haben wir Klamotten, Unterwäsche, Bikinis, Badehose. Und hier oben sind auch noch mal Klamotten. Und hier haben wir ein kleines Bücherregal. Und die Lautsprecher, Handtücher. Also wir haben ganz viel auf Instagram auch gefunden. Ganz viel von anderen Leuten, die reisen in ihrem Bus. Und haben geguckt, oh, wie haben die das gemacht und das. Und das mit den Tischen zum Beispiel auch, das haben wir auch bei irgendeinem Bus gesehen. Und na, das ist geil. Da kam, wir haben das Auto in Hamburg auf der Straße ausgebaut, weil wir keine Werkstatt hatten, also direkt vor der Haustür, schön Kabeltrommel aus dem Fenster geworfen und so. Und dann kam irgendwann ein Nachbar vorbei und hat gesagt, ey, du baust einen Bus aus? Geil, ich habe auch schon 3 T4 ausgebaut. Mach mal, wenn du hier Türen einbaust, mach die mal so, dass die nach oben aufgehen, dann hast du gleich Tische. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, wie machen wir die Tische? Und dann kam der einfach so aus dem Nichts und die Ecke hat gesagt, hier, mach mal den Tisch so, und es war wieder weg. Und ja, also... viel auch durch Leute. Ja, auch zum Beispiel das Bücherregal. Ja, das war auch einer. Da kam auch einer am Bus lang und hat gesagt, ja komm,
Anders baue ich mit dir zusammen, kommst in meine Werkstatt, wenn ich Feierabend habe, dann bauen wir das Bücherregal zusammen. Ja, war ein Tischler, der um die Ecke gewohnt hat und hier und da immer so gesehen hat, oder eigentlich, als wir die Jobs gekündigt hatten, hatte ich noch einen Monat Urlaub, Resturlaub, und habe dann halt einen Monat da nur rumgebaut, Tag und Nacht, und dann also die ganze Nachbarschaft kennengelernt auf ihren Arbeitswegen, stand da schon morgens bis abends. Und ja, der hatte war ein Tischler und hat um die Ecke eine Werkstatt gehabt, hat gesagt, komm heute rum, und ja, haben das zusammengebaut. Also alles, Leute, die wir kannten, die wir nicht kannten, ja, Social Media. So, ja, hier hinten haben wir, also das Bettgestell ist das Einzige, was wir nicht selber gemacht haben, das haben wir bestellt aus England. Und da haben wir, als wir eigentlich so ziemlich fertig waren mit dem Auto, gemerkt, dass hier noch Platz ist, hier zwischen, in diesem Rahmen, und haben uns einen Tisch eingebaut. Ja, das ist unsere Küche. Also, wir kochen nicht im Auto, wenn es regnet, essen wir halt nichts. da findet man auch schon irgendwas, aber hier stellen wir einen Kocher hin, haben gerade umgerüstet auf einen, vorher hatten wir so kleine, diese kleinen Deodosen-Kartuschen, die schweineteuer sind und super viel Müll produzieren. Jetzt haben wir umgerüstet auf eine große Gasflasche, die ist hier unten drin. Und genau, hier noch so ein bisschen Kram, Schuhe von wahrscheinlich auch nur von Sophie. Also, ja, so Surfkram, ein paar Rucksäcke, Töpfe. Genau. Ja, und die große Gasflasche, mit der wir kochen. Was haben wir hier noch? Hier ein Riesenfach. Das war so, während wir gepackt haben, dachte ich so, ey, das kriegen wir nicht, das passt nicht, das können wir niemals mitnehmen. Dann haben wir gemerkt, wie viel in dieses Fach einpasst. Und es war so, wird nix, wird doch was, wird nix. Und am Ende haben wir doch viel zu viel Zeug mitgenommen. Hier sind zwei riesige Campingstühle drin, ein paar kleine Stühle zum Surfen, so eine Faszienrolle, Neoprenanzüge. Zweimal Schnorchel, zweimal Flossen, Taucherbrillen. Irgendwas bestimmt noch, ne? Zwei Hocker. Ja, die Hocker. Was wir auf der Reise, glaube ich, beide gelernt haben, ist so, go with the flow. Also, kommt, passiert schon. So, und ausschlaggebender Grund, wie lange wir reisen, ist einmal jetzt Kontostand, ne? Also, wir leben nur von Ersparten, wir verdienen jetzt auf der Reise kein Geld. Und was sich gerade auch so einschleicht, Temperatur. Es wird einfach auch nachts in Portugal noch kalt, es ist tagsüber über 20 Grad, aber abends, nachts wird schon arschkalt. Also mal gucken, wann wir da die Reißleine ziehen oder ziehen müssen. Und ja, dann fahren wir halt zurück, gucken, was passiert. Also irgendwas kommt schon. Was ist denn da alles drin? Zwei Wärmflaschen. Zwei Wärmflaschen, Yogamatte, so. Ping-Pong-Spiel, Warndreieck. Verbandskasten ist auch irgendwo ganz tief drin. Ganz wichtig, dass der ganz tief hinten ist und erstmal alles rausräumen muss. Aber sollte eigentlich nicht so sein, aber ist jetzt so. Da ist auch unsere Toilette drin, ne? Klappspaten. In so ein Auto passt natürlich kein Klo, also muss man da anders kreativ werden. Ja, also ganz wichtig. Hier ist auch noch ein Tisch. Ich konnte beim Ausbauen nirgendwo meinen Kaffee hinstellen, weil ich die Tische noch nicht hatte. Und ja, dann war das weg. Jetzt nenne ich ihn den Kaffee- oder Espresso-Tisch. Hat sich einfach so ergeben. So ein bisschen Kleinkram, ein paar Spielereien, die jetzt eingebaut wurden. Ja. Duschen manchmal ist schwierig. Vor allem, wenn das Wetter lange scheiße ist. Und ich weiß nicht, man hat nicht wirklich die Möglichkeit, jetzt irgendwo duschen zu gehen. Oder man weiß, selbst wenn wir auf dem Campingplatz fahren, die Dusche ist trotzdem kalt. Also das macht manchmal nicht so Spaß, aber sonst. Ja, am Anfang hat uns, glaube ich, auch viel gestört, dass Leute so, dass du halt eigentlich kein Privatleben hast. Also klar, wir haben Vorhänge, aber am Ende sind das hier 1,50 mal 2 Meter. Und dass die Leute so ins Auto reingegafft haben. Und da dachte ich auch so, ey, aber ist Gewöhnungssache und am Ende auch scheißegal, weil denjenigen, der jetzt gesehen hat, dass ich hier gerade in Boxershorts rumlaufe, rumkrieche, den sehe ich auch nie wieder. Also, nee, aber sonst nervt es vielleicht, wenn. Luxusprobleme halt, wenn's, ne? Wenn es lange regnet und du hier viele nasse Sachen hast oder alles matschig machst. Und Kondenswasser ist, glaube ich, halt unser größter Feind. Man ist halt irgendwie vom Wetter abhängig. Ja. Also,
nichts, was einen jetzt oder mich daran hindern will, das nochmal zu machen. Gar keine. Ja. Super geil. Also wir hatten vorher solche schwarzen Wassersäcke, die man irgendwie in den Baum hängt, aber wenn du mit 20 Kilo versuchst, auf den Baum zu klettern, nur damit das dann nach 8 Stunden ein bisschen warm wird, haben wir uns das Teil besorgt, steckst du Schlauch rein und wenn jetzt Wasser drin wäre, ist halt leer, aber ja, dann kannst du überall duschen. Sonst ist die echt super. Wenn sie nicht leer ist, ist sie echt super. Es reicht für zwei und es reicht auch noch zum Geschirr waschen und so. Also, dass es näher zusammengeführt hat, haben wir gestern erst gesagt und gesagt, Sophie meinte, wir sind viel besser im Kompromisse finden geworden. Und dann meine ich so, wir sind viel besser darin geworden, zusammen zu sein. Also, Pärchen sein. Du lernst halt einfach den anderen kennen, dich selber. Auf jeden Fall. Und es ist auch mega geil, diese ganzen Erfahrungen teilen zu können. Also alleine, weiß ich nicht. Ich glaube, das war die größte Challenge auf der ganzen Reise. Einfach da mal so eine... Ja, erstmal überhaupt daran gewohnt zu sein, mit dem anderen wirklich die ganze Zeit zusammen zu sein. Und dann aber auch Kompromisse zu finden, was man machen will. Anders ist viel gesurft auf der Reise, das war für mich irgendwie eher nicht sowas. Und dann da auch was zu finden, okay, Sophie, du machst das und ich mach das. Und wir sind beide an das Auto gebunden oder auch ganz viele Streitigkeiten hatten wir. Und also Kleinkram, der ja, Kleinkram, der schnell viel hochschaukelt. Und genau, dann irgendwie, keine Ahnung, liegt da was rum und keine Ahnung, hier ist was dreckig und so, aber das Kleinkram, der dich aufregt vielleicht, aber nicht, ist nicht wert, dass er angesprochen wird und irgendwann hast du halt, bist einfach angepisst und hast schlechte Laune und weißt gar nicht warum und der andere kriegt ab, weil der halt in der Nähe ist, aber damit muss man halt auch lernen umzugehen und das ist jetzt nichts, ist nichts Dramatisches, also ja, Kompromisse finden, das ist auf jeden Fall eine Sache, die muss man auch lernen. Und wenn man das gelernt hat, ist das auf jeden Fall ein Skill, der viel wert ist. Ob man im Van lebt oder nicht, ist das, ja, ist das wichtig, mit seinem Partner Kompromisse eingehen zu können und sich immer offen und ehrlich, das haben wir vorher aber auch schon immer gesagt, wenn irgendwie ein Furz quer sitzt, sag ich mal, dass man es anspricht. Und ja, also ich könnte das nicht mit, ich glaube, ich könnte es sonst mit niemand anderem machen. Und, Nee, ich auch nicht. Ja, wir haben irgendwann relativ am Anfang in Spanien, sind wir in den Strand lang gegangen, super schöner Strand und da lag alles voll mit Müll, aber halt nur so kleines Zeug. Und diese kleinen Plastikstäbchen auch und wir dachten so, dachten auch Lollistäbchen und dachten, wieso essen die Leute so viele Lollis? Spanier so viele Lollis, hier liegt alles voll mit Lollistäbchen, haben die dann irgendwann weggepackt und vor ein paar Monaten haben wir gemerkt, dass es Q-Tips sind und keine Lollis. Und dann haben wir, dachten wir, okay, wenn ihr sowieso alles voll liegt, auch in Portugal an den Stränden, sammeln wir das einfach mal auf und haben nach einer Stunde wirklich beide so über 100 von den Dingern in der Hand gehabt. Und dachte, daraus kann man doch irgendwas machen. Und jetzt sammeln wir es und irgendwann überlegt, so eine Art, ja, ein schwarzes Brett zu nehmen, ganz viele Löcher reinzubohren und dann eine Welle quasi zu machen aus diesen Dingern. Quasi eine Welle aus Plastik, weil das Zeug schwimmt ja ohne Ende mehr rum. Also, ja. Und das Teil da rechts, was nicht diese Stiele sind, das ist tatsächlich alles von einem Stand gestern innerhalb von einer Stunde. Wir waren vorher schon immer Naturmenschen, viel irgendwie spazieren gegangen und wandern und bla bla bla. Aber wenn du dann hier an Plätze kommst, wo Klopapier rumliegt oder die Leute ihre kacken einfach irgendwo in den Busch und ne, so eine Mini-Schaufel, wie wir sie haben, die passt in jedes Auto noch rein. Oder an den Stränden liegen Chipstüten rum oder Zeug, was halt auch aus dem Meer kommt. Nimm den Scheiß einfach mit. Und ja, dann macht es allen anderen viel mehr Spaß und so. Mal eben hier ein bisschen Müll einzusammeln, tut keinem weh. Du hast danach ein geileres Gefühl. Denkst, eine kleine Heldentat am Tag. Und das ist es am Ende, wenn jeder, der hier mit dem Van durch die Gegend reist, am Strand Plastik mitnimmt oder seine Hinterlassenschaften vergräbt, sein Klopapier mitnimmt, bla bla bla, dann würde das hier ganz anders aussehen. Und ja, wenn das mal in den Köpfen ankommen würde, dann würden wir auf jeden Fall alle einen Schritt in die richtige Richtung machen. Man realisiert auch einfach, man fährt natürlich die ganze Zeit rum und wir jetzt vor allem an der Küste und man realisiert einfach, da an dem Strand liegt so viel Müll und an dem nächsten liegt schon wieder so viel Müll und an dem nächsten liegt noch viel mehr Müll. Also es ist einfach krass, wie viel Müll wir Menschen produzieren und ich finde, das merkt man auch total, wenn man im Bus lebt.
also wie oft wir den Müll rausbringen oder wie viel Müll wir produzieren und wo man einfach sparen kann. Wenn wir einkaufen gehen, wir brauchen keine Plastiktüten, um unser Obst und Gemüse einzupacken. Oder man kann einfach auf so viele kleine Dinge achten, die so viel bewirken. Einwegrasierer, Strohhalme, so ein ganzer Kram. Ja. Also. Ich habe das einer Freundin, die gesagt hat, oh, ich will das auch. Ich kann aber nicht, weil. Habe ich gesagt, nimm mal ein DIN A4-Blatt, knick das in zwei Hälften, schreib auf die linke Seite, kann nicht, weil. Und auf der rechten Seite findest du für jedes Ding mindestens eine Lösung. Also einfach mal hinsetzen und überlegen, was hindert mich und was ist die Lösung dafür. Du findest für alles eine Lösung und es ist, ich glaube, von der Geburt bis zu, wir sind losgefahren, von dieser Idee, ein Van bauen und Europareise, das waren 8 Monate. Oder? Hm. 10 vielleicht. Also, wir dachten auch, oh fuck, wie macht man das, wie macht man das, Versicherung und bla bla bla. Aber man muss einfach die Dinge, glaube ich, einfach einmal richtig angehen. Und man muss es dafür stark genug wollen, wirklich, weil sonst würde man immer wieder eine Ausrede. Und das hält einen dann selbst ab und so kommt man auch nicht weiter. Also wenn du jetzt einen Traum hast, mit so einer Karre loszufahren, kaufe so ein Auto, weil dann steht es da und dann musst du irgendwas damit machen. Vom Rumstehen wird es auch nicht besser. Also, und wie groß die Probleme auch scheinen, wie gesagt, findest du alles eine Lösung. Und manche Lösung ist halt einfach, manche nicht, aber die sind da.